Erste-Hilfe-Etuis sein. Ein modisches Erste-Hilfe-Täschchen. Oder ein Erste-Hilfe-Jutesack. Ballkästen, Kastischossen. Seitentür, Fahrerkabine. Benutze Poloschläger mit Erste-Hilfe-Kästen. Leere Erste-Hilfe-Kästen pflastern den Weg meines Poloschlägers. Raff ich nicht, aber okay. Na los, schlag alle Warnungen in den Wind. Was ist, worauf wartest du? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich das Ding vorerst heilen lassen. Weil? Benutze Warndreieck. Ich will keine Aufmerksamkeit erwecken. Ernsthaft, rede mit Warndreieck. Unfall! Unfall! Unfall? Nimm Warndreieck. Die Farbe gefällt mir. Ach, warte mal, Antioxidationsmittel. Heute schon das Warndreieck entrostet? Nein? Na, dann wird es aber höchste Eisenbahn. Edna bricht aus. Wurde Ihnen präsentiert vom ADAC. Alles klar. Warndreieck mit Seil? Ich habe keine Ahnung. Was macht das Warndreieck, wenn es abgeschleppt werden will? Raff ich nicht, okay. Poloschläger, Topflappen. Topflappen mit Warndreieck? Nein, Topflappen mit Warndreieck. Moment, da steht was drauf. Oh. Vorsicht, Warndreiecke nur mit Samthandschuhen anfassen. Hä? Was soll das denn? Wahrscheinlich brauchen wir Samthandschuhe. Mit den richtigen Topflappen liegt jedes Seil gleich besser in der Hand. Leider sind dies nicht die richtigen. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie... Ach, das hat man ja schon. Ich könnte mal kombinieren. Guck mal, Harvey. Ein Abschleppseil. Wow. Das ist, als hätte man eine Kombination aus Ochsenlederpeitsche und Gummihuhn mit Karabinerhaken. Was? Manchmal muss man Harvey nicht verstehen. Aber gut, ja, das ist ja auch der Sinn von Harvey. Ich probiere nochmal alles mit dem da. Der ist nicht verschlossen. Warum machen wir ihn dann nicht auf und gucken, was drin ist? Weil wir nicht wie Sissies wirken wollen. Darum. Das sehe ich ein. Was sind denn Sissies? Bin ich blöd? Den Erste-Hilfe-Kasten. Sorry. Okay, das hat man schon. Antioxidationsmittel. Der ist aus Plastik und entsprechend rostlos. Und du bist entsprechend rastlos. Meine Zickzackschere ist schärfer als so manche Zeckenzange. Okay, Quatsch, das bringt mir bestimmt nichts, wenn ich einfach mal... Gibt's dafür keine Animation? Dafür gibt's keine Animation, also keine... Kommentar. Ach, denn da schreibt er einfach nur, alles klar, okay. Das hat man auch schon, Harvey... Leere Erste-Hilfe-Kästen. Auch das hat man schon... Ah, da sind ganz viele Unterschriften jetzt drauf. Alles klar. So ist das. Aber kann ich das auch hier machen? Oh. Okay. Alles klar. Besser. Sobald. Das mit dem Ordnungsfilm habe ich immer noch nicht ganz gerafft. Harvey ist viel zu agil, um Rost anzusetzen. Ich bin echt überfragt. So. Das Seil ist ein kleines Stück kürzer. Ich hoffe, das war kein Fehler. Habe ich jetzt irgendwas Neues im Inventar? So? Ich weiß echt nicht, ob das so klug ist. Okay, warte, Moment. Soll ich das Seil wirklich noch weiter kürzen? Na klar. Auf deine Verantwortung. Weiter kürzen, weiter kürzen. Das ist ein Fehler. Ich werde das bereuen. Das macht doch viel Spaß. Weiter kürzen, weiter kürzen. Das ist ein Fehler. Ich werde das bereuen. Haben wir jetzt irgendwas? Weiter. Das ist... Hier geht's nicht weiter, oder wie? Weiter. Nee. Abschleppseil. Ich habe noch nie... Jetzt muss jetzt irgendwie kürzer sein, oder? Ich muss irgendwas haben jetzt. Guck mal, Edna. Ich habe eine neue Sportart erfunden. Holy, eine Mischung aus Polo und Bungee.
Konzentrier dich, Harvey. Okay. Das Seil ist zu dick, um... Mist. Warum genau wollten wir das noch gleich machen? Es gab... Das hatte ich mal vorhin schon ausprobiert. Mit den richtigen Topfen... das haben wir auch schon, Was soll ich denn jetzt... Ich hab echt... Ich bin... Das Seil ist zu dick, um es an den Schlüssel zu knoten. Mist. Warum? Das habe ich, glaube ich, gerade ausprobiert. Das Abschleppseil ist vollkommen rostfrei. Das darfst auch nur du. Der Generalschlüssel ist quasi noch warm. Nicht mal die Spur von Rost. Okay, Schere. Da ist zwar noch kein Rost drauf, aber na gut, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Hat auch nichts gebracht. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knabbert an meinem Mäuschen? Mein Fußnagel rostet nicht. Sieh mal genauer hin. Was? Tatsache. Na, das ist ja ein Ding. Okay. Tim. Nein, das ist mein Fußnagel. Okay, wir gehen mal raus hier wieder. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll hier noch. Die Tür ist total demoliert. Blase. Ich kann nicht Blase, wenn du so ein Ding an den Kopf schnippen. Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Das Brückengeländer wäre ein guter Ort dafür. Aber Blase versperrt mir den Weg. Und es sieht nicht so aus, als... Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht müssen wir komplett zurück einfach... Ups. Komplett zurück. Geh nach unten. Und vielleicht können wir ja die Tür... Die kann da ruhig bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unabgeschleppt liegen bleiben. Die muss doch einen Sinn haben, dass die da hinten liegt, oder? Das wird dir hoffentlich eine Lehre sein. Ja, okay, jetzt weiß ich, warum sie da hinten liegt. Antje... Die soll meinetwegen ruhig qualvoll... Okay. Ich will mir meine Stiftspitze nicht an ihrer Inkompetenz verseuchen. Also Edna, bitte. Ich habe diesen Unfall überlebt. Und alles, was ich bekam, war dieses Schleudertrauma. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Wart mal, wenn wir uns hier elektrisch aufladen, ist ziemlich komisch. Oh, hallo? Was? Aber darf könnte probieren, könnte sein. Ja, gleich die erste. Okay, nee, geht noch nicht. Okay, dann nochmal die erste. Ja, okay. Dann die dritte. So, und dann die vierte. Die letzte. Autsch! Ich habe eine Leck... Ist sonst... Okay, gut. Nee, dann gehe ich dann mal. Okay, gut. Dann haben wir das gemacht. Ich guck mal, ob ich jetzt... Das ist totaler Schwachsinn, aber ich probiere es einfach mal, ob ich damit... eventuell einfach das Auto anschließen kann. Man weiß ja nie. Flupp! Zündung. Der Zündschlüssel fehlt. Der Anzünder fehlt. Okay. Lenkrad auch schon ein bisschen... Ich krieg den Gang. Ich meine, wir sind jetzt elektrisch aufgeladen. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, irgendeinen Grund, irgendwas... Das Lenkradschloss. Lenkradschloss aktiv. Aschenbecher, Zünder, Zünder, Gas. Lüftung. Anzünder. Der Anzünder fehlt. Ich bin ratlos, absolut ratlos. Kann ich mit dem Funken eventuell hier irgendwas machen? Nicht wirklich. Kommt aber auch echt nicht vorbei. Das ist schon seltsam, mit so wenig Gegenständen
nicht weiterzukommen, ist bestimmt irgendwas sehr Komisches, was ich machen muss. Oder einfach nur was sehr Simples. Und hoch zum Alumann. Bankmondanstalt. Kann ich eventuell... Halt dich fest, Alu! Ich rette... Retten? Ich bin ein... Mir! Achso, ja, klar, ja, das kennen wir ja. Kann ich eventuell an der Bank... Diese Bank steht nicht im Halteverbot. Ja, gut, dann halt nicht... Guck mal, Alu. Aha. Also, das haben wir ja schon... Ja, ich wollte ja eigentlich runterkloppen jetzt, aber ich weiß... Aggression! Ich geh mal hier weiter. Ich kann mit diesem Strahl aber auch nichts kombinieren, gell? Ah, ich habe jetzt... Nee, habe ich jetzt irgendwas Neues bekommen? Ja, Antioxidationsmittel. Ich versündige mich nur an fremdem Eigentum, nicht an der Umwelt. Das finde ich gut, okay. Aber was sollen wir hier... Ich weiß... Keine Ahnung. Tümpelfluss. Tümpelfluss. Fluss. Inventar. Benutze Harvey mit... Guck mal, Harvey. Ein Abschleppseil. Wow, das ist... Und Gummi... Okay. Ich habe keine Ahnung, was soll man denn machen? Kofferraum, Limousine... Benutze Abschleppseil mit... Autofrack. Das führt zu nichts. Der Wagen hat Totalschaden. Selbst wenn ich ihn da wieder rausbekäme. Okay, benutze Abschleppseil mit Tümpel. Keine Zeit zum Angeln. Tief und unergründlich. Vielleicht findest du was Cooles im Tümpel. Herr Drostert, Konjunktur im Mittelstand? Das rostet nicht. Okay. Was soll ich dir noch machen? Harvey mit... Hast du etwas von dem Crash mitbekommen, Harvey? Ich erinnere mich an ein grelles Licht und an ohrenbetäubendes Stöhnen. Der Gestank von Rauch und Schwefel lag in der Luft. Und dann war da dieser riesige, rote Typ mit Hörnern. Na toll. Ich baue hier einen Unfall und du gehst derweil zu einem Torfrock-Konzert. Ich glaube, er meinte was anderes, aber okay. Hallo. Hast du alles gut überstanden? Ja, ja. Ich würde gerne mal mit... Darf ich erst noch... Jetzt kann ich, ich glaube, ich komme langsam hinter das System. Und na los, zieh eine Karte. Genug gespielt, ich muss los. Lasst. Wow, irgendwie fühle ich mich jetzt besser. Erhaben, energetisch, richtig aufgeladen. So ein gewonnenes Spiel baut doch immer auf. Vielleicht ist es aber auch nur die statische Elektrizität an der Autokarosserie. Ja, was sollen wir mit der anfangen jetzt? Kann damit nichts anfangen. Kofferraum, Limousine, Autofrack, Tümpel, Böschung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bin überfordert. Ah, jetzt hat sie gesagt, sie ist richtig aufgeladen. Kann natürlich sein, dass jetzt... das mit dem Auto funktioniert, was ich vorhatte, aber es ist eigentlich da noch Schwachsinn, aber wer weiß. Na, hier so. Der Anzünder ja, fehlt. Okay, das ist natürlich. Der Zündschlüssel fehlt. Hier fehlt doch echt alles. Ich krieg den. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. Nein. Hey! Was ist das? Ist da jemand im Auto? Ja, jetzt geh nicht ins Auto. Oh, du bist so ein Dauer. Ich wette, es ist irgendeine Kombination da drin, die aber auf die kein Mensch einfach so kommt. Guck mal, Edna, ich hab Poli. Konzentriere dich. Okay, gut. Die Seitentür können wir demolieren, aber das interessiert ihn auch gar nicht. Ups. War das zu laut? Abgeschlossen. Wir müssen irgendwie... wir müssen irgendwie den Typen auf uns aufmerksam machen, aber der reagiert wirklich auf gar nichts, der Typ. Daran beißt sich die Schere die Zähne aus.
Wenn sie welche hätte. Wie kann man darauf nicht reagieren, mein Gott? War das schon... Kommt der jetzt? Nein, er kommt nicht, das ist das Problem in der Sache. Wir können... Nein, das haben wir... Das haben wir ja schon gehabt alles. Benutze... Topf. Mit Tür. Abgeschlossen. Ich kriege ein zu viel. Okay, ich werde an dieser Stelle jetzt mal offscreen mal weiterschauen, weil das könnte sonst noch Ewigkeiten dauern. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.